Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Mainz 05. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Lukas Klostermann spielt mit Willi Orban in der Verteidigung. Kevin Kampel steht an der Seite von Marcel Sabitzer im Zentrum. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind Sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten an. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Und ich sag's mal so, gegen eine derart konterstarke Mannschaft, wie es die Gäste ja sind, unstrittig, da musst du dir erstmal was einfallen lassen. Ja, und ich bin mal gespannt. Ich glaube, die setzen auch heute wieder auf ihre schnellen Gegenstöße. Das ist einfach ihre Spezialität. Dani Olmo. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Dani Olmo. Ball zurück zu Dani Olmo. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Chor. Lars Krämer wird Boetius. 18. Hanno Schmidtke wird 39. Und Mathilde Gogula wird Dani da Costa. Wir wünschen allen einen tollen Tag. Chor. Jeremias und Just. Schalay. Boetius. Schalay. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so ein wenig die Lücke. Das ist natürlich klasse. Chor. Das könnte was werden. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Spielt den Ball wieder zurück hier. Adam Szolai. Dominic Chor. Boetius. Dominic Chor. Adam Szolai. Adam Szolai. Adam Szolai. Chor. Karim Onisivo. Adam Szolai. Die Gelegenheit. Da trennt er ihn vom Ball. Ball immer aus und das gibt Ecke.
Jetzt der Eckball. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt Sabitzer. Dani Olmo. Marcel Sabitzer. Kampel ist das mit dem Ball. Jetzt wird's gefährlich. Schöner Spielaufbau jetzt. Marcel Sabitzer. Da könnte was entstehen. Der Ball kommt. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Dani da Costa. Chor. Seine Pässe sind heute erstklassig. Auch der hier wieder. Karim Onisivo. Jeremiah Saint-Just. Schalai. Dominic Chor. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Tja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Tja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Chor. Dani da Costa. Jeremiah Saint-Just. Boetius. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Schala. Mainz weiter im Ballbesitz. Abwehr muss aufpassen. Chor. Boetius. Adam Soloy. Setzt sich da schön durch. Ja, das hätte etwas werden können. Und Ballverlust. Boetius. Schalai. Schalai. Ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Sauberes Tackling von ihm. Jetzt ist es gefährlich. Boetius. Adam Soloy. Chor. Schalai. Karim Onisivo. Klasse Tackling hier. Ballverlust. Bell. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Christopher Nkunku. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Nicht mehr auf dem Platz. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Schorle. Neu auf dem Feld, die Nummer 7, Robin Quaison. Kommt jetzt die Flanke rein? Kevin Kampel. Kampel.
Kann er was draus machen? Kevin Campbell. Vielleicht die Führung jetzt. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Keine einfache Nummer für den Assistenten, aber ich glaube, das hat er richtig gesehen. Und jetzt wollen sie wechseln. Jetzt der Ballverlust. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Macht er gut. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Das gibt Ecke. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Vom Feld gegangen, die Nummer 31, Dominik Korb. Neu dabei, die Nummer 17, Kevin Stöhl. Auswechslung bei Erwin Leipzig. Nicht mehr dabei, die Nummer 44, Kevin Kampel. Neu im Spiel, die Nummer 10, Emil Forsberg. Ecke in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Nordi Mukiele. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Tolles Zuspiel. Robin Quaison. Den Ball holt er, gut verteidigt. Marcel Sabitzer. Nordi Mukiele. Gibt es hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Orban. Forsberg am Ball. Forsberg. Alexander Sørloth. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig.